Lieber Professor Casanova, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur ersten Michael Blumenthal Lecture, veranstaltet von der Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Das Jüdische Museum ehrt mit dieser Lecture seinen ersten Direktor und möchte damit im Sinne Michael Blumenthals und der von ihm gegründeten und jetzt auch nach ihm benannten Akademie Themen ansprechen und öffentlich zur Diskussion stellen, die von besonderer gesellschaftspolitischer Relevanz sind. Die heutige Lecture soll der Beginn einer Vortragsreihe sein, die mit wechselnden Themen jährlich fortgesetzt wird. Das Themenspektrum wird primär aus den beiden Schwerpunkten der Akademie, dem Jüdisch-Islamischen Forum und Migration, Minderheiten und Diversität, gespeist. Beide Schwerpunkte setzen unterschiedliche Akzente, berühren sich aber in vielen Bereichen auch sehr eng miteinander. Wir freuen uns für die erste Blumenthal-Lecture José Casanova gewinnen zu können, einer der international angesehensten Religionssoziologen unserer Zeit, der aber nicht nur in den Zirkeln seiner Zunft wirkt, sondern mit Fug und Recht auch als ein Public Intellectual bezeichnet werden kann, ein in letzter Zeit inflationär gebrauchter Begriff, aber auf Sie trifft er wirklich zu. Professor Casanova lehrt Soziologie an der Georgetown University in Washington und leitet das Program on Globalization, Religion and the Secular des dortigen Berkeley Center for Religion, Peace and World Affairs. Seine Forschungsschwerpunkte sind Religion und Globalisierung, Migration und religiöser Pluralismus, transnationale Religionen und soziologische Theorie. Sein 2009 auch auf Deutsch unter dem Titel Europas Angst vor der Religion erschienenes Buch hat heftige Diskussionen gerade auch in Deutschland ausgelöst. Sein Vortrag heute Abend greift die dort in diesem Buch gestellten Fragen nach dem Verhältnis von Religion und Säkularität wieder auf und spitzt sie vor allem im Vergleich zwischen Europa und den Vereinigten Staaten weiter zu, indem er dabei auch ganz konkret auf die Rolle des Judentums und des Islams in diesem Problemfeld zu sprechen kommt, zielt er direkt in den Kern des Themenkomplexes, den wir in unserer Akademie diskutieren und diskutieren wollen. Wie Sie dieser Bemerkung entnehmen können, hatte ich das Privileg, den Vortrag schon zu lesen. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns noch aus einem anderen Grunde glücklich schätzen, Professor Casanova heute Abend bei uns zu begrüßen. Wie Sie wissen, konnte die Bundeskanzlerin wegen eines Schneesturms an der Ostküste der USA den amerikanischen Präsidenten vorgestern nicht besuchen. Mit uns hat der Himmel es besser gemeint. Das Schlimmste ist überstanden und Professor Casanova konnte seine Reise zu uns nach Berlin wie geplant antreten. Die heutige erste Michael Blumenthal Lecture wurde durch eine Spende der Hubert Burda Stiftung möglich gemacht. Wir danken der Stiftung und Hubert Burda persönlich für diese großzügige Unterstützung unserer Arbeit. Außerdem danke ich den Mitarbeiterinnen unseres Hauses, die in gewohnt professioneller Weise diesen Abend vorbereitet haben, Jasmin Schumann mit ihrem Team sowie Johanna Brandt und Juliette Heck von der Veranstaltungsorganisation. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Professor Casanova zu seinem Vortrag über Säkularisierung oder Rückkehr des Religiösen.
Guten Abend. Vielen Dank für Ihre freundliche Einführung. Es ist mir eine große Freude und doch eine größere Ehre, wieder da am Jüdischen Museum Berlin zu sein, um die First Blumenthal Lecture halten zu dürfen. Also Säkularisierung oder Wiederaufleben des Religiösen. Ich bitte schon um Verzeihung für meinen starken spanisch-deutschen Akzent und ich fürchte, dass vielleicht meine Stimme wird ein bisschen verloren, weil ich eine Erkältung habe, aber hoffentlich kann ich zum Ende es lesen. Also Säkularisierung oder Wiederaufleben des Religiösen. Global betrachtet kann die richtige Antwort auf eine solche Frage nur lauten, dass derzeit beides gleichzeitig zu beobachten ist. Anhaltende globale Prozesse der Säkularisierung und der Transformation der Religion. Nur das Konzept der Rückkehr trifft es vielleicht nicht ganz, da wir nicht so sehr die Rückkehr von zwischenzeitlich verlorenen Formen der Religion erleben, sondern vielmehr die Transformation von Formen der Religion oder Religiosität, die nicht verschwunden, sondern immer vorhanden waren. Wir Europäer tendieren dazu, Säkularisierungsprozesse als selbstverständlich zu betrachten, da in der neuzeitlichen historischen Entwicklung Europas drei verschiedene Tendenzen als Aspekte eines einzigen Säkularisierungsprozesses untrennbar miteinander verbunden seien. Diese drei Tendenzen sind erstens die funktionale Abgrenzung der modernen säkularen Sphären Rechtsstaat, Marktwirtschaft und wissenschaftliche Erkenntnis von der Sphäre der Religion. Zweitens die Verlagerung der Religion ins Private, die offenbar mit diesem Prozess der Abgrenzung einhergeht. Und drittens der allgemeine Rückgang religiöser Überzeugungen und Praktiken. Da diese drei Prozesse der säkularen Differenzierung, der Verlagerung der Religion ins Private und des Rückgangs des Religiösen in Europa historisch scheinbar zusammenhängen, werden sie tendenziell als untrennbar miteinander verbundene Teile eines einzigen, umfassenden theologischen Prozesses der Säkularisierung und Modernisierung und nicht als einzelne bedingte Entwicklungen betrachtet. In den Vereinigten Staaten lässt sich dagegen ein paradigmatischer Prozess der säkularen Differenzierung beobachten, der weder mit einem Rückgang des Religiösen noch mit einer Beschränkung der Religion auf das Private einhergeht. In ähnlicher Weise gingen auch in vielen nicht-westlichen Gesellschaften Prozesse der Modernisierung und Demokratisierung oft mit religiöser Erneuerung und verschiedenen Formen der Verflechtung von Religion und Politik sowie vor allem mit der Ausweitung unterschiedlicher Arten religiöser Pluralisierung einher. In seiner jüngsten Neuformulierung der Theorie der Säkularisierung in seinem neuen Buch Altäre der Moderne argumentiert der österreichisch-amerikanische Soziologe Peter Berger, dass jede schlüssige Analyse der aktuellen säkularen und religiösen Dynamik in der Lage sein muss, das gleichzeitige Auftreten von zwei unterschiedlichen Formen von Pluralismus zu erklären. Diese beiden Formen der Pluralismus sind erstens säkular-religiöser Pluralismus, das heißt die Herausbildung voneinander abgegrenzter, aber nebeneinander bestehender religiöser und säkularer Sphären, sowohl im sozialen Raum als auch in den Köpfen der Individuen. Und zweitens religiöser Pluralismus, das heißt die Entstehung eines globalen Systems des religiösen Pluralismus, der in vielen einzelnen Gesellschaften rund um die Welt zunehmend institutionalisiert wird. Bergers Neuformulierung wurzelt jedoch nach wie vor in einer Theorie der westlichen Modernisierung,
in der die Moderne selbst als Träger bzw. Katalysator beider Arten des Pluralismus gesehen wird, des säkulär-religiösen und des multireligiösen Pluralismus. Ich möchte dem allerdings entgegenhalten, dass die europäische Moderne zwar sicherlich den Prozess der religiös-säkularen Differenzierung trägt, aber nicht den der religiösen Pluralisierung. Wie an dem besonderen Fall der europäischen Säkularisierung deutlich zu sehen ist, trägt die Moderne per se nicht zum religiösen Pluralismus bei. Um die Entstehung eines globalen Systems des religiösen Pluralismus zu verstehen, brauchen wir einen weiteren Faktor oder analytischen Rahmen, der meiner Ansicht nach in einer Theorie der Globalisierung bestehen muss. Und zwar einer Globalisierung, die der westlichen säkularen Moderne sowohl vorausgeht, als auch in beschleunigter und veränderter Form in ihrer Folge weiter besteht. Anders gesagt, entstand die globale religiöse Pluralismus vor der westlichen säkularen Moderne in der frühen Neuzeit aus globalen interreligiösen Bewegungen, die mit der kolonialen Ausbreitung Europas einhergingen. In aktuellen globalen Zeitalter beschleunigt sich der religiöse Pluralismus der Art, dass es in ihrem Zuge jetzt auch zu beginnenden Transformationen in den Kernländern der europäischen Säkularisierung kommt. Wir brauchen eine Theorie, die die in Europa miteinander verflochtenen Entwicklungen der Säkularisierung innerhalb des Kontinents und der globalen kolonialen Begegnungen Europas mit der religiös anderen gleichermaßen einschließt. Die zweite Entwicklung, die globale europäische Expansion nach außen, dient als Katalysator für die Entstehung einer globalen religiösen Pluralisierung. Die europäische Moderne führt zu Säkularisierung, aber nicht unbedingt zu religiöser Pluralisierung. Die Globalisierung dagegen führt zu religiöser Pluralisierung, aber nicht unbedingt zu Säkularisierung. Durch die Verflechtung beider Prozesse kommt es zur Kombination der zwei Formen von Pluralismus. Und die Verflechtung der beiden europäischen Entwicklungen, eine homogene Konfessionalisierung innerhalb Europas, die mit dem Niedergang der Religion endete, und globale koloniale interkulturelle Begegnungen mit dem religiös anderen außerhalb Europas, deutlich zu machen, schlage ich das Jahr 1492 als symbolisches Datum für den Beginn beider Prozesse vor. Anders als das Jahr 1500, das von Charles Taylor als symbolische Trennlinie zwischen der religiös geprägten mittelalterlichen Welt und der nüchtern säkularen durch Pluralisierung alternativer Glaubensrichtungen charakterisierten Neuzeit vorgeschlagen wurde und nach wie vor in der traditionellen Paradigmen der Modernisierung verhaftet ist, verkompliziert das Jahr 1492 sowohl die Narrative der westlichen Moderne als auch die Narrative der Globalisierung. Einerseits ist 1492 das Jahr der Entscheidung der katholischen Könige, Juden und Muslime aus Spanien zu vertreiben, um ein religiös einheitliches Reich zu schaffen. In dieser Hinsicht markiert es den Beginn des europaweiten Prozesses der frühneuzeitlichen Konfessionalisierung von Staat, Nation und Volk gemäß dem Prinzip cuius regio, eius religio, auf dem das westfälische Staatensystem in ganz Kontinentaleuropa fußte. Andererseits markiert 1492, als das Jahr der Entdeckung der neuen Welt, symbolisch den Beginn
der globalen kolonialen Expansion Europas, die von den iberischen Monarchien ausging. Durch die iberische koloniale Expansion wurde eine Verbindung möglich zwischen der alten Welt Afro-Eurasiens und der entdeckten neuen Welt Nord- und Südamerikas, zwischen Ost- und Westindien, sodass in den neuen transatlantischen und transpazifischen Austausch erstmals eine wirklich globale Welt entstand. So betrachtet, bildet die frühneuzeitliche Phase der Globalisierung im wörtlichen Sinne die erste Globalisierung, eine Form der Protoglobalisierung, die sich klar von früheren, archaischen und von späteren, modernen Formen der Globalisierung unterscheiden lässt. Zudem kann die frühneuzeitliche reformierte Religion, unabhängig davon, ob lutherisch, calvinistisch oder katholisch, kaum als traditionelle oder primitive Religion verstanden werden. Sie war das Ergebnis eines langen, disziplinären Prozesses der Konfessionalisierung durch die Staatskirchen mit staatlicher Förderung. Durch diesen disziplinären Prozess standen neue Typen religiös homogener Gesellschaften auf dem ganzen europäischen Kontinent. Ein homogener protestantischer Norden, ein homogener katholischer Süden und dazwischen mit Holland, Deutschland und der Schweiz drei bikonfessionelle Gesellschaften mit ihren jeweils eigenen Mustern der internen territorialen Konfessionalisierung auf Basis von konfessionellen Säulen, Landeskirchen und Kantonen. Beim Versuch, das Verhältnis zwischen Modernisierung, Säkularisierung und religiöser Pluralismus zu ermitteln, ist es wichtig hervorzuheben, dass zumindest in Europa das Prinzip cuius regio, eius religio durch den Übergang der Souveränität von Monarchen auf das Volk im Zuge des Niedergangs der alten Herrschaftsformen und sogar durch den Prozess der Massendemokratisierung im frühen 20. Jahrhundert hindurch praktisch unverändert bestehen blieb. Die Gesellschaften auf dem europäischen Kontinent waren bis in die jüngste Zeit hinein religiös homogen. Die einzige wesentliche Veränderung bestand in der Abwendung vom Glauben, das heißt in der Entkirchlichung und in einer Zunahme des säkular-religiösen Pluralismus, aber nicht des religiösen Pluralismus an sich. Trotz aller erheblichen Unterschiede zeigen sich in dem europäischen Muster der Säkularisierung ähnliche Entwicklungen von homogener Religion hin zu homogener Säkularität ohne erkennbare Dynamik einer religiösen Pluralisierung. Abgesehen von der mehr im Verborgenen bestehenden Dynamik der religiösen Individualisierung, die Thomas Luckmann als unsichtbare Religion bezeichnet. Auf Ebene des individuellen Bewusstseins erleben Europäer diesen Prozess der Entkonfessionalisierung und der damit einhergehenden Individualisierung zudem in der Regel als einen Prozess der weltlichen Befreiung von konfessionellen Identitäten, die ihnen zuvor zugewiesen waren. Phänomenologisch gesehen sehen Europäer die Säkularisierung tendenziell nicht so sehr als einen Prozess der räumlichen Differenzierung von in ihrem Bewusstsein nebeneinander bestehenden religiösen und säkularen Formen, analog der Trennung religiöser und säkularer Bereiche in der Gesellschaft. Vielmehr erleben sie die Säkularisierung als einen historischen Prozess des religiösen Niedergangs, also eine zeitliche und räumliche Verdrängung des Religiösen durch das Säkulare. Dabei handelt es sich um das säkulare Moment einer philosophischen Gesichtsauffassung, die mit der Kritik der Aufklärung an der Religion
verbunden ist und das Säkulare als zeitlich-postreligiöses Stadium versteht. Das Säkulare kommt nach der Religion. Dieser phänomenologischen Erfahrung inhärent ist eine moderne, stadiale, also lineare Vorstellung der Entwicklung, der zufolge diese anthropozentrische Veränderung des Zustands des Glaubens ein Wachstums- und Reifungsprozess ist, ein Erwachsenwerden und Fortschreiten der Emanzipation. Meiner Meinung nach ist die Kombination aus der Dynamik der Entkonfessionalisierung und dieser säkularistischen stadialen Vorstellung die beste Erklärung für das einzigartige Muster der europäischen Säkularisierung ohne Pluralisierung. Außerhalb Europas, in den meisten anderen Teilen der Welt, fehlen dagegen in der Regel sowohl die Dynamik der Konfessionalisierung und Entkonfessionalisierung als auch die säkulare, stadiale Vorstellung, wenngleich in Japan und China sind modernisierende Eliten und der sich modernisierende Staat stark säkularistische Pläne entwickelt haben. Häufiger zu finden sind religiöse Pluralisierung oder ein religiös-säkularer Pluralismus mit geringer, ausgeprägter Säkularisierungskomponente. Zum Verständnis der Dynamik der religiösen Pluralisierung sind meiner Ansicht nach Prozesse der Globalisierung in Verbindung mit der externen Entwicklung der kolonialen Expansion Europas wesentlicher als die Prozesse der Modernisierung. Bei der Analyse des paradigmatischen Systems des religiösen Pluralismus in Amerika lohnt es sich beispielsweise, sich daran zu erinnern, dass die amerikanischen Kolonien ein Zufluchtsort für all die religiösen Minderheiten waren, die aufgrund der Dynamik der ethno-religiösen Säuberungen in Zusammenhang mit den Prozessen der europäischen Konfessionalisierung auswandern mussten. Diese Kolonien waren nicht nur die Heimat der indigenen amerikanischen Kulturen, sondern sie wurden auch zur Heimat für afrikanische Religionen, die mit der transatlantischen Sklavenhandel dorthin kamen. Da die amerikanische Revolution untrennbar mit der europäischen Aufklärung verbunden ist, kommen in den amerikanischen Entwicklungen in dieser Hinsicht also beides zum Tragen, die externen Prozesse der Globalisierung und die internen Prozesse der Modernisierung. In dieser Hinsicht bleiben die Vereinigten Staaten der erste exemplarische Fall der gleichzeitigen Entwicklung beider Typen des modernen Pluralismus, religiös-säkular und multireligiös. Zur Analyse der Entstehung dessen, was ich als das moderne System des globalen religiösen Denominationalismus, und kann man dieses Wort auf keine europäische Sprache übersetzen, wäre es nötig, in der frühneuzeitlichen Phase der globalen kolonialen Expansion Europas zurückzugehen und die Begegnungen zwischen katholischen Missionaren und nicht westlichen Völkern und Kulturen zwischen dem 6. und dem 18. Jahrhundert vor der Ausbreitung der weltweiten protestantischen Missionsbestrebungen und vor der Konsolidierung der globalen westlichen kolonialen Hegemonie im 19. Jahrhundert nachzuvollziehen. In meinem heutigen Vertrag kann ich eine solche Analyse allerdings nicht vornehmen. Aus globaler vergleichender Perspektive ist relevant, dass die religiös-säkulare Differenzierung, die zuerst in Westeuropa auftrat, sich mittlerweile weltweit verbreitet hat. Das ist jedoch nicht auf Prozesse der modernen funktionalen Ausdifferenzierung zurückzuführen, sondern vielmehr auf die globale koloniale Expansion Europas und die interzivilisatorische Dynamik, die sich
zwischen dem Westen und dem kulturell und religiös anderen entwickelte. Tatsächlich lässt sich argumentieren, dass sich auch die Muster der europäischen Säkularisierung nicht ganz verstehen lassen, wenn man die zentrale Bedeutung ignoriert, die koloniale Begegnungen für die europäischen Entwicklungen hatten. In jedem Fall sollte jede Auseinandersetzung mit der Säkularisierung als globalen Prozess mit der reflexiven Beobachtung beginnen, dass einer der wichtigsten globalen Trends in der Globalisierung der Kategorie Religion selbst und der dadurch bedingten binären Klassifizierung der Realität in religiös, säkular besteht. Lässt man in den meisten Theorien der Säkularisierung dominierende Frage beiseite, ob religiöse Überzeugungen und Praktiken als allgemeiner moderner Trend weltweit zunehmen oder zurückgehen, kann man zuversichtlich behaupten, dass Religion ein unbestreitbarer globaler sozialer Fakt geworden ist. Das heißt, dass Religion eine diskursive Realität geworden ist, sowohl eine abstrakte Kategorie als auch ein System der Klassifizierung der Realität, das von religiösen wie von säkularen Autoritäten, von modernen Individuen und modernen Gesellschaften überall auf der Welt verwendet wird. Unser globales Zeitalter wurde von dem kanadischen Philosophen Charles Taylor als ein säkulares Zeitalter charakterisiert. In Taylors Analyse ist säkular jedoch nicht gleichbedeutend mit ohne Religion, sondern bezeichnet einen Zustand zunehmender Pluralisierung von religiösen und nicht religiösen Optionen. Man könnte das so formulieren, dass das Kernprinzip des neuen globalen säkularen Zeitalters in der Anerkennung der Religionsfreiheit als einer unveräußerlichen individuellen Rechts basierend auf der unantastbaren Würde der menschlichen Person besteht. Nicht Glaubensbekenntnisse oder religiöse Lehren haben Rechte, sondern Personen. Menschen haben das Recht, ohne Zwang ihren Gewissen zu folgen. Eine zweite Kernkomponente des neuen säkularen Substanz ist institutioneller Natur. Sie besteht in dem Prinzip des neu definierten säkularen Staates. Der moderne Staat muss säkular sein, aber nicht im laizistischen oder säkularistischen Sinne durch eine kritisch negative Haltung gegenüber Religion, mit der sich das Recht vorbehält, die Religion zu regulieren und auf ihren Platz zu beschränken, sie vom öffentlichen Bereich auszuschließen. Säkular muss der Staat gerade aus Respekt für die Religionsfreiheit jedes einzelnen Bürgers sein. In dieser Hinsicht hat der säkulare Staat die Pflicht, im Namen der Gleichberechtigung der Religionen eine gewisse neutrale Distanz gegenüber allen Religionen aufrechtzuerhalten, was keinen Relativismus impliziert, sondern das Prinzip des unterschiedslosen Respekts für alle Weltanschauungen, seien sie religiös oder nicht. Der säkulare Staat erklärt sich selbst nicht unbedingt in allen Religionsangelegenheiten für vollständig agnostisch, aber zumindest für theologisch nicht kompetent in religiösen Streitigkeiten oder Angelegenheiten religiöser Wahrheit zu entscheiden. Er gibt also die Rolle eines Hüters der Orthodoxie und der wahren Religion auf und schreibt Heterodoxie vor. Tatsächlich muss er die entgegengesetzte Pflicht übernehmen, nämlich die Rolle des Besitzers religiöser Minderheiten von Diskriminierung durch die Mehrheit. Ein drittes Grundprinzip des neuen säkularen Zustands unseres globalen Zeitalters muss die Anerkennung der grundlegenden gesellschaftlichen Tatsache sein,
dass die globale Menschheit durch eine unabänderliche religiöse und kulturelle Pluralität gekennzeichnet ist. Das führt wiederum zu der Einsicht, dass religiöser Pluralismus nichts Negatives ist, das korrigiert und unterdrückt werden muss, sondern etwas Positives, das alle Religionsgemeinschaften zu gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung, ja zu interreligiösem Dialog aufruft. Diese drei regulativen Prinzipien unseres globalen säkularen Zeitalters, das Prinzip der individuellen Religionsfreiheit, das Prinzip des säkularen Staates, der die Religionsfreiheit schützt, und die Anerkennung des religiösen Pluralismus als positive Manifestation der globalen Conditio Humana, markieren eine deutliche Abkehr von dem in der frühen Neuzeit dominierenden europäischen System der religiösen Konfessionalisierung sowie von dem in Europa herrschenden Verständnis der säkularen Moderne. Um die Schwierigkeiten zu verstehen, die die heutigen europäischen Staaten und Gesellschaften damit haben, religiösen Pluralismus zu akzeptieren, bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Prozess der Säkularisierung des europäischen Staates, der gemeinhin als gelungene Antwort auf die Religions- und Konfessionskriege der frühen Neuzeit gilt. Allerdings führten die Religionskriege in frühneuzeitlichen Europa, insbesondere der Dreißigjährige Krieg, nicht oder zumindest nicht sofort zum säkularen Staat, sondern zum konfessionellen Staat. Das Prinzip cuius regio eius religio, zuerst im Augsburger Religionsfrieden aufgestellt und im Westfälischen Frieden wiederholt, ist nicht das prägende Prinzip des modernen säkularen Staates, sondern des neuzeitlichen, konfessionellen, territorialen, absolutistischen Staates. Nirgends in Europa führten religiöse Konflikte zu Säkularisierung, sondern vielmehr zur Konfessionalisierung des Staates und zur Territorialisierung der Religionen und Völker. Was die Religionskriege in Westeuropa nahezu unvermeidlich machte, war nicht so sehr die der Religion angeblich immanente Intoleranz und ihr Fanatismus. Es war vielmehr die aus dem konstantinischen Verständnis übernommene, von religiösen und politischen Eliten gleichermaßen geteilte, tief sitzende Überzeugung, dass es nur eine einzige christliche Kirche innerhalb eines politischen Territoriums geben könne. Selbst für diejenigen Christen, die sich ehrlich um Frieden und Eintracht der sich bekriegenden christlichen Gemeinschaften bemühten, war eine solche politische Möglichkeit des religiösen Pluralismus nicht vorstellbar. Nur die Sekten, die sich von dem kirchlichen Modell einer konfessionellen Staatskirche anwandten, lehnten auch das politische Modell der absolutistischen staatlichen Kontrolle über die Religion ab, das implizit Teil der formell cuius regio eius religio war. Sie mussten jedoch Europa verlassen und als Einwanderer in Nord- oder Südamerika Zuflucht suchen. Der Westfälische Friede, der mit Ausnahme der polnisch-litauischen Union überall auf dem europäischen Kontinent umgesetzt wurde, lässt das Problem des religiösen Konflikts mit der Durchsetzung religiöser Homogenisierung und damit der Abschaffung des religiösen Pluralismus. Das europäische säkularistische Selbstverständnis schreibt die Schwierigkeiten mit der Akzeptanz von religiösem Pluralismus tendenziell den intoleranten Charakter der Religion selbst zu, ohne darüber nachzudenken, inwiefern
sich frühneuzeitliche Prozesse der religiösen Konfessionalisierung möglicherweise auf spätere säkulare Entwicklungen auswirkten oder für diese sogar entscheidend waren. In Europa wurde das Modell des religiösen Homogeneität auf die moderne säkulare Nation übertragen. Der moderne europäische Nationalismus wurzelt in derselben Logik der Homogenisierung. So als ob die vorgestellte Gemeinschaft der Nation ein säkulares Pendant zur vorgestellten Gemeinschaft der nationalen christlichen Kirche wäre. Es ist daher nicht überraschend, dass überall auf dem europäischen Kontinent mit jeder Veränderung der Herrschaftsformen und mit jeder modernen nationalistischen Mobilisierung immer wieder aufs Neue die jüdische Frage gestellt wurde. In Westeuropa wurde das Thema der Transformation der postnationalen europäischen Demokratien unter den neuen Bedingungen des religiösen Pluralismus durch die Ankunft der Gastarbeiter aus Südeuropa, der Türkei und Nordafrika erneut relevant. Wir Europäer müssen die richtigen Lehren aus unserem früheren Versagen ziehen, religiös-pluralistische Gesellschaften zu akzeptieren. Die Lösung kann nicht länger auf dem westfälischen Modell eines homogenen religiösen oder säkularen Nationalstaats aufbauen. Sie wird auf einer Form eines postnationalen und postsäkularistischen demokratischen Staates basieren müssen, der allen Bürgern, säkularen wie religiösen, gleiche Rechte und Freiheiten einräumt und auf einem Modell vielfältiger, pluralistischer Gesellschaften, die all ihren religiösen Gemeinschaften, Christen, Juden, Muslimen oder anderen, freie und gleiche Religionsausübung ermöglicht. Ich erinnere absichtlich an die jüdische Frage in der Herausbildung des europäischen säkularen Staates, nicht nur weil diese Lektüre im Jüdischen Museum Berlin stattfinden, sondern auch, weil die muslimische Frage im heutigen Europa tiefgreifende strukturelle Ähnlichkeiten mit der jüdischen Frage der Vergangenheit aufweist. In der europäischen Analyse des schwierigen Problems der Integration zugewanderter muslimischer Gemeinschaft in der europäischen Nationalstaat, ein Problem, das allen europäischen Staaten und allen europäischen Nationen gemein ist, wird das Problem zu schnell auf den fundamentalistischen Charakter des Islams geschoben, der nicht in der Lage zu sein scheint, die grundsätzliche Trennung von Staat und Religion zu akzeptieren, anstatt es in der tief verwurzelten Schwierigkeit der europäischen Gesellschaften zu sehen, religiösen Pluralismus zu zulassen. Da Europa kulturell als christliches Territorium definiert ward, würden jüdische Gemeinschaften, die schon vor jeder christlichen Gemeinde nach Europa gekommen waren und über Generationen hinweg friedlich auf europäischem Boden gelebt hatten, tragischerweise schlicht und einfach nicht als Europäer anerkannt. Die aktuelle globale Lage verlangt, dass die Religion, alle Religionen, entterritorialisiert werden, dass Staaten und Gesellschaften keine Religion wegen ihres fremden Charakters oder Ursprungs diskriminieren sollten. Es sind die Individuen, die ihre Religionen und religiösen Identitäten als ein unveräußerliches Menschenrecht, das in den unantastbaren Würde der menschlichen Person verankert ist, mit sich tragen. Wir müssen mit neuem Engagement weiter an einen friedlichen, prosperierenden, demokratischen und solidarischen gemeinsamen Zuhause für alle Europäer
bauen, die bereit sind, friedlich in der europäischen Verfassungs- und Rechtsordnung zu leben und zu arbeiten, unabhängig von ihrer Herkunft und ihren religiösen oder säkularen Überzeugungen und Weltanschauungen. In unserem globalen Zeitalter und unserer globalen Welt sind globale Migrationsbewegungen unausweichlich und werden es auch bleiben. Welches System einer friedlichen und kooperativen Weltordnung wir auch anstreben, es muss das Gemeinwohl der gesamten Menschheit als Grundlage und zum Ziel haben, und es wird globale Migrationsbewegungen nicht nur als grundlegende gesellschaftliche Tatsache akzeptieren müssen, sondern als moralische Verpflichtung, die mit den universalen Menschenrechten verbunden ist. Man sollte die enormen Herausforderungen nicht kleinreden, vor die globale Migration heute die gesamte globale menschliche Gemeinschaft und das internationale Staatensystem stellt und in Zukunft in zunehmendem Maße stellen wird. Es sollte jedoch klar sein, dass eine angemessene Antwort nur global und international sein kann. Wir müssen bessere Wege zur Regulierung dieser Migrationsbewegungen finden, um sicherzustellen, dass sie geordnet mit minimalen Konflikten ablaufen. Wir müssen die Menschenrechte der Migranten und Flüchtlinge schützen, uns aber auch mit den Ursachen auseinandersetzen und die Kosten zwischen allen beteiligten Ländern, Herkunftsländer, Transitländer und Aufnahmeländer verteilen. Aber wir Europäer müssen uns auch an unsere eigene Geschichte der externen globalen Migration erinnern. Über 400 Jahre lang, von der iberischen Kolonialexpansion am Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, standen die Europäer unter den globalen Migranten an erster Stelle, ließen sich überall auf der Welt nieder, oft gewaltsam und ganz sicher, ohne bei den Einheimischen um Erlaubnis zu bitten. Schätzungen zufolge wanderten allein zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg 60 Millionen Europäer aus allen Teilen des Kontinents, von Irland bis in die Ukraine und von Portugal bis Griechenland, nach Nord- und Südamerika oder auf die Südhalbkugel aus. Kein europäisches Land war von diesen Migrationsströmen nach Übersee ausgenommen. In dieser Hinsicht ist es für uns Europäer eine Frage der grundlegenden moralischen Gegenseitigkeit, Migranten und Flüchtlingen aus anderen Teilen der Welt gegenüber offen zu sein. Natürlich liegt mit dem Prozess der sozialen und politischen Integration der neu angekommenen Migranten und Flüchtlinge in unseren europäischen Gesellschaften eine gewaltige Aufgabe voller komplexer Schwierigkeiten vor uns. Doch so unpopulär es auch geworden ist, stimme ich diesbezüglich der Einschätzung zu, dass die europäischen Gesellschaften über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, wenn sie sich mit Engagement darauf einlassen. Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist meines Erachtens, dass die europäischen Gesellschaften kritisch über ihre eigene Vergangenheit nachdenken, sodass sie neue Identitäten als postnationale und postkonfessionelle pluralistische Gesellschaften entwickeln können. In gewisser Weise erfordert das fast eine Metanoia, einen Sinneswandel und eine Veränderung der Identität. Für die europäischen Staaten besteht die wichtigste Voraussetzung darin, dass sie zu wirklich säkularen, liberalen, demokratischen Staaten werden und ihre noch verbleibenden konfessionellen und oder säkulären, das heißt laizistischen Identitäten
hinter sich lassen. Selbst europäische Demokratien mit langer Tradition, die in ihren Verfassungen bereits den Grundsatz der Religionsfreiheit anerkannt hatten, mussten ihre traditionellen Muster der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in den letzten Jahrzehnten anpassen. Das war nötig geworden, um auf den wachsenden religiösen Pluralismus zu reagieren, zudem die religiöse Individualisierung im Kontext der Säkularisierungsprozesse ebenso beigetragen hat, wie die Ausbreitung der Religionen neu angekommener Migranten, insbesondere des Islam. In den meisten europäischen Gesellschaften und Prozesse der Globalisierung, die jeden dazu zwingen, den globalen religiösen Pluralismus als unabänderliche Tatsache der globalen Conditio Humana anzuerkennen. Alle europäischen Staaten waren gezwungen, ihre Muster der Beziehung zwischen Staat und Kirche zu überdenken, entweder weil sie noch zu konfessionell waren und die nationale Mehrheitsreligion gegenüber den Minderheitenreligionen bevorteilten, wie in den lutherischen skandinavischen Ländern, oder weil ihr Bestehen auf einer religionsfreien, laizistischen öffentlichen Sphäre tendenziell alle religiösen Bürger diskriminiert. Diese reflektierende Erkenntnis hat einflussreiche europäische Denker wie Jürgen Habermas dazu gebracht, die legitime Rolle von Religion im öffentlichen Raum anzuerkennen und von postsäkularen Gesellschaften zu sprechen. Der Prozess verläuft keineswegs reibungslos und es tun sich wirklich alle europäischen Gesellschaften schwer damit, den Islam als legitime europäische Religion anzuerkennen. Die Reaktion auf den Islam als zugewanderte Religion zeigt sich in vielen europäischen Gesellschaften gleichzeitig in zwei entgegengesetzten Tendenzen, in einer Wiedererrichtung der christlichen Hegemonie und in einem aggressiven laizistischen Säkularismus, der sich gegen die Religion als solche richtet. Interreligiöser Dialog und gegenseitige Anerkennung von Christentum und Islam sind wesentlich für den Aufbau einer gerechten, friedlichen Weltordnung. Langfristig könnte sich die erfolgreiche Integration zugewanderter muslimischer Gemeinschaften in die europäischen Gesellschaften als wichtigster und fruchtbarster Beitrag zu einem solchen notwendigen Dialog und einer gegenseitigen Anerkennung von Christentum und Islam erweisen. Das christliche und säkulare Europa, das in so hohem Maße zu den Globalisierungsprozessen seit dem 16. Jahrhundert beitrug, hat eine besondere globale Verantwortung für den Aufbau liberaler, demokratischer, solidarischer Gesellschaften auf dem Fundament der drei miteinander zusammenhängenden Grundsätze der Religionsfreiheit, eines wahrhaft säkularen Staates und der Anerkennung des religiösen und kulturellen Pluralismus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal José Casanova, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag, der uns viel Stoff zum Nachdenken gegeben hat. Ja, viele, viele aufregende Themen angesprochen hat, die uns alle heute angehen und die wir auch gerade, wie ich es eben schon sagte, auch in der Akademie des Jüdischen Museums bedenken. Sie haben sich bereit erklärt, noch auf Fragen einzugehen aus dem Publikum. Ich möchte also sehr gerne jetzt gleich die Diskussion eröffnen und vorschlagen, dass Sie sich
mutig melden und an Professor Casanova ihre Fragen, ihre Überlegungen, ihre Einwände, ihre Kritik benennen. Wie ich verstanden habe, sehen Sie die Religionskriege eher als Anlass für den Prozess der Konfessionalisierung in Europa? Ich habe mich gefragt, wo fängt denn der Prozess oder wodurch fängt der Prozess der Säkularisierung in Europa an? Ist es durch die nationale Bewegungen oder wie sehen Sie das? Ah, es ist ein lange Zeitprozess. Es kommt erst die Entkonfessionalisierung des Staates, da der Staat nicht konfessional wird, aber säkular wird. Es kommt die Entkonfessionalisierung der Nation. Der erste Prozess wirklich ist mit der Französischen Revolution und nachher in Europa durchgetragen. Die Entkonfessionalisierung des Staates. Die Trennung von Kirche und Staat. Zweiter Prozess, die Entkonfessionierung der Nation. Es ist ganz anders in slawischen Ländern. Heute noch, sie haben noch immer die Kirche Dänemark, die Kirche Finnland, die Kirche Norway und so weiter. Und die Kirche, Nation und Staat ganz zusammenkommen. Obwohl die Leute, die Individuen ganz säkularisiert sind. Diese Gesellschaften sind ganz säkularisiert als Gesellschaften, aber es gibt nicht eine klare Trennung von Staat, Kirche und Nation. Sagen wir, Dänemark hat, ich glaube, am meisten Nichtgläubigen in Europa. Kaum jemand geht in die Kirche, aber noch immer die Leute sich als Mitglieder der Kirche Dänemark sich fühlen. Also muss man gerade Unterschied zwischen die Säkularisierung des Staates, die Säkularisierung der Nation und dann die Säkularisierung der Leute, der Individuen, die durch ganz verschiedene Prozesse, konnte man sagen, im 18. Jahrhundert die Intelligenzia ist säkularisiert geworden durch die Aufklärung, im 19. Jahrhundert die Bourgeoisie, dann das Proletariat, aber nur in 60er Jahren dieses Jahrhunderts wirklich massiv die ganze Gesellschaft, weil zum ersten Mal die Frauen säkularisiert sind. Das ist die weibliche Säkularisierung, kann man sagen, ist das Endeprozess dieser europäischen Säkularisierung. Aber ich kann jetzt nicht auf Details auf diesen Prozessen eingehen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie ja die Aufgabe eines modernen demokratischen Staates darin, dass er also die Religionsfreiheit schützt, dass er alle, also im Sinne des religiösen Pluralismus, dass also keine Religionsgemeinschaft diskriminiert wird und ähnliches. Das ist sicher eine der vornehmsten Aufgaben. Meine Frage richtet sich daran, ist es nicht aber legitim, dass man vielleicht der einen Religion, oder dass es so etwas wie ein Primat gibt, so etwas wie ein, wenn ich jetzt sage Sonderstellung, ist das kein glücklicher Ausdruck. Beispielsweise, wie sieht es aus, wenn also religiöse, also grundlegende religiöse Überzeugungen oder im Konflikt stehen zu den allgemeinen Menschenrechten, zu den allgemeinen Grundrechten, zu dem Demokratieverständnis in einem Land. Wie weit sind die dann schutzwürdig in vollem Umfang? Wie ist es, also der Staat soll sich möglichst raushalten, ich nehme jetzt mal zwei ganz banale Beispiele. Bei uns wurde ja immer wieder über das Kopftuchverbot diskutiert. Mal so, das wird mal so gesehen. Andererseits wurde dann auch ein Verbot, Kreuze in den Schulzimmern in Bayern aufzuhängen, gefordert. Soweit ich weiß, ist es nicht praktiziert worden, aber ich bin da nicht
weiß es nicht genau. Also ich fasse nochmal zusammen, bei aller Schutzwürdigkeit der religiösen Überzeugungen, also dass da niemand diskriminiert wird, ist es aber trotzdem legitim, dass also meinetwegen das christlich geprägte Europa dem Christentum eine etwas übergeordnete Stellung zuweist, zumal das Christentum ja jetzt sich nicht nur widerspiegelt, indem ich zur Kirche gehe, sondern die ganze kulturelle Tradition, Kunst, Literatur, alles basiert ja darauf. Und entsprechend dürfte das in anderen Regionen der Welt anders sein. Also in einem islamischen Staat bin ich ganz sicher, dass die Moschee da das wesentliche Element sein wird und nicht etwa eine christliche Kirche, wenn es sie überhaupt gibt. Das ist eine praktische Frage, wie kann man das durchsetzen? Also, wie gesagt, nicht Religionen haben Rechte, aber Individuen haben Rechte. Aber Individuen natürlich, wenn sie in Rechtsordnung sich verhalten. Wenn sie diese Rechtsordnung nicht akzeptieren, dann wir wissen, dass die Individuen haben nicht diese Rechte. Also, wir sollten nicht so viel über Religion als sich sprechen, aber von religiösen Bürgern, die Rechte haben, jeder religiöse Bürger. In Demokratie natürlich heißt die Mehrheit, heißt die Herrschaft der Mehrheit. Aber wir wissen, dass eine Demokratie, die nicht liberal ist, dann zum Tyrannie der Mehrheit führt und dann braucht man gerade Schütze für die Minderheiten. Das war die jüdische Frage irgendwie in ganz Europa das Problem. Wenn man Europa als Christen und als Territorium des Christentums, da die Juden haben keinen Platz in diesem Europa. Und das ist jedes Mal, das ist eine Transformation von Souveränität, von Monarchie zum Volk und Nation oder eine Mehrheit, Demokratisierung, Mobilisierung der Nation, haben wir dieses Problem wieder erneut. Also ich als Katholik muss ich sagen, die katholische Kirche war ein Problem für die Demokratie. Und nur wenn die katholische Kirche die Trennung von Kirche und Staat anerkannt hat und die Freiheit, die Religionsfreiheit jedes Individuums angenommen hat, dann natürlich die katholische Kirche ist kein Problem für die Demokratie. Aber natürlich die katholischen Bürger hatten immer dieselben Rechte und kann man nicht sagen, dass weil die katholische Kirche irgendwie als Institution gegen demokratischen Prinzipien war, die katholischen Bürger haben auch keinen Recht. Wir müssen zwischen Bürger und dieses Konzept von Religion. Wenn es kommt auf ekklesiastische Religionen, wie in christlichen Kirchen, das ist natürlich ein Problem, gerade weil in jedem europäischen Staat es war eine Zusammenkommen von Kirche und Staat. Das war ein Modell von Konfessionalisierung. Und wir müssten Muster finden, für diese Entkonfessionalisierung Platz nehmen. Mein Deutsch, entschuldigen Sie. Also, es ist interessant, dass in alle neuen Demokratisierungsprozessen in Europa, heute die katholische Kirche ist die einzige Kirche in Europa, die nicht nirgendwo in Europa noch etabliert ist beim Staat. Es gibt noch anglikanische Kirche, lutheranische Kirche, orthodoxe Kirche, kalvinistische Kirche in Schottland, keine katholische Kirche, die eine Staatskirche ist. Gerade weil die katholische Kirche kann nicht eine Staatskirche sein, um Demokratie zu haben. Also das Problem mit dem Islam ist natürlich, wenn die Muslime als Bürger wollen eine Staat Islam haben, kann man keine Demokratie haben. Aber wir sind in der ganzen muslimischen Welt. Es gibt in der Senegal, es gibt Demokratie und Schütze der Religionsminderheiten, gerade weil Islam selbst pluralisiert ist, weil es so viele verschiedene Brüderhaften gibt, die nicht
eine muslimische Stadt haben wollen und deswegen auch Christen, Katholiken und Protestanten Rechten haben. Genauso in Indonesien. Indonesien ist die größte muslimische Land in der Welt und auch ein religiöse pluralistische Staat, ein säkularische Staat und mit Problemen von interreligiösen Beziehungen, aber dennoch, es gibt ein Modell von religiösem Pluralismus und Demokratie in der muslimischen Welt. Konnte man sagen, in der Türkei vor 10 Jahren, alles sah so hoffentlich aus. Heute natürlich, die Situation in der Türkei ist sehr schlimm. Also es ist eine Frage in jedem konkreten Land, wie man diese Frage von Mehrheit, Minderheit, die Rechten allen einfach... Darf ich da gleich einhaken? Ihnen wird ja manchmal vorgeworfen, malen Sie da nicht ein etwas sehr optimistisches und positives Bild von anderen Staaten? Also klar, Europa, das ist der Sündenfall, Europa hat nie den religiösen Pluralismus geschafft, aufgrund der Geschichte, die Sie ja eben sehr deutlich aufgezeigt haben. Mhm. Viel besser ist es in Amerika und dann auch eben, wie Sie jetzt gerade auch gesagt haben, in einigen islamischen Staaten. Aber gibt es auch nicht dort die Tendenz, eine Religion durchzusetzen? Ja, und, ja. Und zwar mehr als das uns und Ihnen lieb sein könnte. Also sind Sie da vielleicht etwas optimistisch im Blick auf die Türkei, haben Sie gerade gebracht, da war es mal hoffnungsfroh. Jetzt im Moment sieht es ja ganz anders aus. Ja. Und leider in Europa, heute müssen wir, ich bin noch immer optimistisch, aber wir müssen auch vorsichtig sein, wenn man sieht, wie neu Nationalismus kommt und die große Erfolg der Europäischen Union. Wir sollen nicht vergessen, dass Frankreich und Deutschland 70 Jahre im Krieg waren gegeneinander. Natürlich, es wird nicht so, dass Frankreich und Deutschland wieder in Krieg gehen. Nicht, weil es die Leute wollen, aber wenn das Staatensystem Europa wieder ein Nationalsystem und dann die Russland kommt und jeder muss wieder das alte Modell von Bilanz zwischen der Hegemon und die anderen, dann sind wir in der Dynamik europäischen Kriegen 400 Jahre lang. Das war die Wirklichkeit europäischen Staatsformen. Und das ist zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Europäischen Union und auch mit der Demokratie. Ich will nicht sagen, auf jeden anderen Sinne, Europa ist wie ein Modell der Demokratie für die ganze Welt. Nur dieses spezifische Problem. Und Amerika, das nie dieses Problem von religiösem Pluralismus hatte, heutiger Nationalismus, es wird ganz antimuslimisch. Und es kommt in Amerika. Es gibt noch immer Institutionen, die Richter und die Gerichte, die noch den Präsidentialismus halten. Aber sonst, weil das war das protestantische Populismus, war gegen Katholizismus in Amerika 70 Jahre. Alles, was wir heute über Islam sprechen, haben wir über Katholizismus gehört. Es ist eine transnationale Religion, hat eine Ayatollah in Rom, die Muslime, die katholische Einwanderer können nicht gute Bürger sein, weil seine Identität irgendwo anders ist. Sie haben auch diese Sitten, diese Irlander, sie können nie Amerikaner werden. 70 Jahre in Amerika war gegen Nativismus, gegen katholischen Einwanderer gerichtet. Gerade dieselbe Argumentationen, die wir heute gegen Islam führen. Also, ich bin kein Politiker. Ich weiß, dass mit dieser Rede kann man keine Wahlen gewinnen heute. Also das ist nicht, aber das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist ein bisschen, uns in eine komplexe historische Vergangenheit einfach nachzudenken, damit dann die Decision einnehmen als demokratischen Länder. Die Demokratie kann auch eine Tyrannie der Mehrheit werden. Wir wissen das. Wir wissen das.
ich möchte einfach so mal ein positives Beispiel bringen. Wir schafften Land seit 1948, Demokratie natürlich unter Kämpfen aufrechtzuerhalten mit Gewährleistung des Respekts gegenüber den Religionen, und das ist Israel. Israel ist das einzige Land im Nahost, was es bisher geschafft hat, und ich denke, ich bin dafür, dass sie es weiterhin schaffen. Die brauchen auch Unterstützung. Von ihnen können wir viel lernen, dass sie die Demokratie inmitten diesem ja, teilweise chaotischen Nahostbecken aufrechterhalten. Und ich finde, wir haben allen Grund, positiv zu sein und zu bleiben, hier auch in Europa, dass wir auch lernen, ich sage mal im positiven Sinne, durch Gesprächskultur, durch miteinander essen, miteinander teilen. Mit den Immigranten, die sind uns auch ein Geschenk, dass die Demokratie wehrhaft, aber im familiären Sinne verteidigt wird. Teilweise haben Sie recht, aber es gibt viele Probleme in Israel auch. Ich gehe dorthin oft. Ich war gerade im Dezember bei dem globalen Forum der Nationalen Bibliothek Israels, und das Thema war the fate. Schicksalssäkularismus. Und wenn man zwischen Jerusalem und Tel Aviv, das sind zwei ganz andere Länder, und die Situation ist nicht einfach. Und muss man sagen, dass das ganze Problem von ethno-religious cleansing, ethno-religiöse Säuberung, die ich meine Geschichte angefangen habe, in 1492 in Spanien, mit der Vertreibung von Juden und Muslimen aus Europa. Dieses Modell hat sich wiederholt auf dem Ottomanischen Reich, wenn jedes Land, in Griechenland, die Türkei und jedes Land im Nahost und auch in Israel. Das Modell von einer religiösen nationalen Staat ist dort. Es gibt auch Demokratie, aber es gibt viele Probleme. Also wir müssen alle Staaten in der Welt heute müssen mit diesen Problemen sich einfach zurechtkommen. Ja, ich komme aus einem anderen Kulturkreis und ich habe die Religion, die jetzt hier angegriffen ist, sozusagen. Aber es interessiert mich das Jahr 1492. Das war Ende einer Epoche, hat 800 Jahre gedauert, und zwar in Spanien. Das wissen Sie vielleicht als Spanier. Und hätte dieses Modell, weil in dieser Zeit haben Christen, Muslime und Juden zusammen, ich sage, also in Frieden und haben viel geleistet. Nicht immer, es ist nicht so nicht schön. Nicht immer, aber auf jeden Fall. Nicht immer, manchmal. Nicht manchmal. Immer, manchmal. Aber die Früchte dieser Epoche, verbunden mit der Epoche in Bagdad, wobei eigentlich alle Kulturen sind zusammen, hat man sie übersetzt nicht ausgegrenzt, sondern alle Kulturen, über Inder, Griechen, Iraner, Araber, zusammen in einem sogenannten Haus der Weisheit, wo die Richtige auch einen Schwung, alle Kulturen, aber alle Nationen, und hat auch was gefrüchtet. Europa hat davon gewonnen, wobei das gibt nicht in der Geschichte oder Geschichtsbücher bei den Kindern hier, und darum kommt eine verzerrte Meinung über Islam und islamische Länder. Das ist das Problem. Europa sieht die Perspektive von ihrer eigenen Geschichte. Und das ist eigentlich auch demokratische Systeme haben nicht ermöglicht, den anderen auch ihre Meinung oder ihre Perspektive zu zeigen, damit wir zusammen in Frieden und Freiheit zusammenzuleben. Es wird immer, also Kopftücher gibt es auch in der katholischen Kirche. Die neuen, da gibt es. Also es gibt jeder Sache, die wir über Islam reden, gibt es in der katholischen oder in der jüdischen Religion. Und darum sagen wir suchen, was uns gemeinsam bringt, nicht was uns trennt. Und dann können wir darüber dann diskutieren und dann können wir vielleicht sehen, wie wir auf welches System dann können wir zusammenleben. Danke. Wir brauchen sehr ernste Auseinandersetzungen miteinander. Alle diese Themen miteinander, Juden und Christen und Muslime, diskutieren, und die sind Probleme, die wir einfach nur zusammen schaffen können. Das ist,
Vielleicht darf ich da noch zu ergänzen. Ja, natürlich, die Zeit vor 1492 war das goldene Zeitalter der Juden in Spanien. Ja, und ein wunderbares Zeitalter des Zusammenlebens mit dem Islam gerade. Aber dann wurden bekanntlich die Juden aus Spanien vertrieben. Ja, natürlich. Dann war es vorbei damit. Also so goldig war es dann am Ende nicht. Ja. Aber dass das uns zeigt, dass dieses Problem kommt mit den modernen Staaten. In vormodernen Königreichen, muslimische Königreichen in Spanien und christlichen, es gab gute Zeiten, die alle drei Religionen zusammen, und waren schlechte Zeiten. Also, aber es war die Möglichkeit, zusammen zu wohnen oder zu convivir, right? Not only to coexist, aber convivir, convivencia. Das war nur kurze Zeiten und es war nicht immer so schön, es war immer Probleme, besonders für die jüdischen Minderheiten. Aber das Problem mit der modernen Stadt, wir sehen überall in Asien den religiösen Pluralismus 1000 Jahre lang und ohne Probleme. In Indien, sie konnten Muslime und Hindus für Jahrhunderte, dann kam der moderne Staat und das kommt. Pakistan und Indien und furchtbaren Massaker auf beiden Seiten. Es gibt kein Modell. Nicht Amerika kann nicht als Modell für Europa, Deutschland kann nicht Modell für Spanien und so weiter. Jedes Land muss mit diesem Problem irgendwo eine Lösung finden. Das Problem entsteht doch dadurch, dass religiöse Überzeugung in Gemeinschaften führen, in unterschiedlichster Art. Und es gilt genauso, um miteinander friedlich zusammenzuleben, dass wir die jeweilige Gemeinschaftsbildung akzeptieren. Und das geschieht vielerorts, ich denke es vor allem an Frankreich, nicht. Einfach auch, um Individuen ernst nehmen zu können. Sie sagten vorhin, Sie seien kein Politiker. Ich will es nicht dazu machen, aber können Sie irgendeinen Tipp geben, wie wir Europäer verfahren sollen, um gemeinsam staatsrechtlich in unseren Ländern eine Kooperation zwischen den religiösen Überzeugungen der hier lebenden Menschen und der jeweiligen Staatsordnung zu schaffen? Das ist dringend nötig und ich zähle die Länder nicht auf, in denen es eben nicht geht, in denen Einzelne verdächtigt werden, gar nicht ihren religiösen Glauben auszusprechen, sondern irgendeinem Diktat zu unterliegen, vielleicht sogar zu Recht. Also reicht es zu sagen, Menschenrechte, wie gehen wir mit den Gruppierungen um, die religiös engagierte Menschen bilden? Das Christentum individualisiert die Religion, aber jüdische Religion, islamische Religion, die sind Gemeinschaften, Religionen, und kann man einfach nicht auf private, individualisierte Sache einfach lassen. Und das, dann ist das Problem für das Recht. Und dann gibt es viele verschiedene Lösungen. Es muss pragmatisch sein. Es gibt wirklich, Israel hat einfach das Modell von dem Ottomanischen Reich eingenommen, um für verschiedene Rechte für verschiedene religiöse Gemeinden zu haben. Aber das geht einfach in Europa nicht so einfach. Aber zu denken von irgendeiner Form von rechtlichem Pluralismus, muss man denken. Aber wie? Und so, dass die Menschenrechte jedes Individuum geschützt wird, aber auch diese, die Strukturen der religiösen Gemeinschaften irgendwie auch zurecht gibt. Und es gibt keine einfache Lösung. Muss man nur pragmatische Lösungen finden, ich meine. Ja. Ich bin etwas nervös, ich bin zerrissen etwas. Einerseits denke ich, was Sie sagen, ist wunderbar und so müssen wir, sollte es sein, das sollte unser Weg sein. Andererseits lebe ich seit langer Zeit immer wieder in Indien. Sie haben das eben gerade benannt. Und das war ja lange Zeit ein Vorzeigeland sozusagen der religiösen Toleranz, des Respekts und der vielen Religionen. Und heute ist der Hinduismus in Indien
hat sehr fanatische Züge. Modi ist sehr anders als ein Gandhi, der so klug und weltoffen war. Und dort erlebt man halt, dass Menschen, die politisch Karriere machen wollen und auch keine Netzwerke haben oder so, sich eben im Namen der Religion eine politische Karriere verschaffen. Das heißt, die Religion, wenn man so will, Gott instrumentalisieren. Und das ist etwas, was einem schon Angst machen kann und auch die Frage sich stellt, wie können wir das, was wir ja auch lieben, dann auch schützen? Weil dieser Fanatismus, das macht einem schon Angst. Ja, I mean, gegen religiösen Fanatismus können nur religiöse Leute die Antwort finden. Müssen die Hindus, die religiösen Hindus, müssen eine Antwort zu gerade Modi geben, gerade wie wo Fanatismus von irgendeiner in Islam. Nur die Muslime, die wirklich sagen, dass dies ist nicht Islam, müssen diese Frage oder diese Antwort gegen Fanatismus auch geben. Das, es ist eine gerade praktische, ethische, politische Frage der Gemeinden, die selbst es finden müssen. Ja, es gibt keine, natürlich, dass wenn ich so spreche, es ist so schön theoretisch und so weiter. Ich wollte nur diese Situation, aber wenn man von Indien und Myanmar und den Philippinen heute und überall in der Welt, heute, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. In China ist es eine sehr, sehr große, wichtige Frage. So. Aber es gibt auch, wenn ich sehe zum Beispiel Lateinamerika, die ganz homogene katholischen Länder waren und heute ein Modell von religiösem Pluralismus. Nicht nur für Protestanten, sondern auch für afroamerikanische Religionen und indoamerikanische Religionen, für alle Immigrantenreligionen. Heute in ganz Lateinamerika ist einer von Modellen von relativ geöffneten religiösen Pluralismus. Geht man in Sao Paulo und Rio de Janeiro und diese Städte sind ganz voll von Religionen der ganzen Welt. Und es klappt irgendwie. Also es gibt auch ein paar schöne Beispiele. Okay, ja. Letzte Frage, ja. Sie hatten vorhin im Gespräch bzw. in Ihrem Vortrag über Expansion und Globalisierung gesprochen. Denken Sie nicht eventuell, dass einer der wichtigsten Elemente der kulturellen Aufschwung in Europa auch dieser wirtschaftliche Wohlstand war? Und gleichzeitig ist meine Frage in Bezug auf Ihrem Buch, was ich wunderbar finde, ist, ob es nicht möglich ist, dass einer wenigerer Wohlstand in Europa zu einer Rückführung der älteren, traditionell geführten religiösen Hass werden könnte, sowohl im Christentum als auch in anderen. Weil wir sehen, ich persönlich sehe, dass einer der wichtigsten Elemente zum Beispiel, dass in vielen armen Ländern wirklich heute existiert, wirtschaftliche Armut ist und nicht, weil die Leute wirklich von Grund auf und zu Hause aus religiös erzogen wurden. Dankeschön. Ja, natürlich, die globale Entwicklung Europa als Welthegemon wäre nicht möglich gewesen ohne die Kolonien in Amerika und die ganze transatlantischen Beziehung. Das ist, was früher als Europa nur ein Teil Eurasia war. Europa war eine Peripherie von viel, viel mehr entwickelten Kulturen und Zivilisationen. Auch wenn die, und deswegen für mich diese erste Globalisierung wichtig ist, weil auf diese erste Globalisierung, 6. 7. Jahrhundert, die Europäer konnten die Amerikas dominieren, aber nicht Asien. Das sind die Ottomanische, die Mughal, die Safavid, China, Japan. Kein europäisches Land konnte diese asiatischen Länder. Aber das sind zum Anfänge, ich habe jetzt gerade ein Projekt über Jesuiten und Globalisierung, aber die waren die ersten
die diese kulturellen, interkulturellen Beziehungen zwischen Europa und Asien angefangen haben. Deswegen dieses Moment von Globalisierung ohne Hegemonie, wo die interkulturellen Beziehungen relativ gleich waren. Ganz interessant als Modell ist, aber das ist. Okay, dann möchte ich nochmal in unser aller Namen Professor Casanova für seinen Vortrag und für die Diskussion danken. Und